Moin moin und herzlich willkommen zu diesem Guide, wie man an dieser fetten Kröte da vorbeikommt. Das werde ich euch erklären in diesem Video. Also nach einem kurzen Intro geht's los. Bleibt dran. Vielen Dank, dass du dieses Video anschaust. Ich würde mich über einen Daumen nach oben oder über einen Sub sehr, sehr freuen. Einfach Abonnent werden klicken und schon verpasst du keine Videos mehr. Wenn du dann auch noch die Glocke aktivierst, kriegst du auch direkt eine Nachricht auf dein Mobiltelefon oder je nachdem, wo du gerade meine Videos schaust. Wenn ihr an dieser Kröte vorbeikommen möchtet, dann, also man kann ja versuchen, da vorbeizureiten, das funktioniert aber nicht. Man kann da auch nicht irgendwie reinchargen oder sowas. Wir haben halt wirklich das Problem, dass wir hier erst einmal, hör auf, nach mir zu schnappen, Kunibert. Es liegt ein Buch hier links daneben und da wird ein bisschen was darüber erzählt. Ein quakendes Wesen, das Schätze verwahrt und so weiter, wo wir drei Teile finden müssen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder weiß man halt quasi, wo die Sachen sowieso schon liegen. Man geht auf die Suche. Falls du dir die Suche ersparen möchtest, schau das Video weiter. Wenn du nicht gespoilert werden möchtest, wie man dieses Rätsel löst, dann solltest du jetzt hier das Video beenden. So, ich selber benutze ein Addon, das nennt sich Handy Notes. Und zwar befindet sich diese fette Kröte hier quasi direkt ein bisschen über dem R von Rubin-Lebensbecken. Und dann hat man hier die fette Kröte. Also kann man einfach vom Flugmeister hier einmal runterjetten und schon ist man da, im Grunde genommen da. Wir müssen drei Gegenstände finden. Mit diesem Addon, was ich verwende, Handy Notes, werden mir diese Gegenstände auf der Karte angezeigt. Auch der Weg dahin. Also wie ihr seht, diese weißen Linien, die gehen eben halt dahin, wo ich gleich hinfliegen werde und die Sachen einsammeln werde. Handy Notes, ganz easy über Addons, irgendein Addon-Installer einfach installieren. Das Ganze ist auch standardmäßig Handy Notes. Dragonflight Treasures gibt es auch nochmal extra. Als kleines Addon solltet ihr euch dann damit draufpacken. Diese beiden Dinger da zusammen einmal aktivieren und schon seid ihr da good to go. Das erste Item, was wir brauchen, ist der gut erhaltene Knochen. Der liegt nämlich in dem Turm hier oben quasi, da bei den zwei Zeltsymbolen. Also auch gar nicht wirklich viel und weit weg, also direkt in der Nähe. Um da ranzukommen, ist ein bisschen tricky das Ganze. Ich mounte ab, lass mich hier einfach ganz stumpf runterfallen. Dann kommt man da am besten, wenn man da versucht direkt zu landen, ist das ein bisschen schwieriger. Dann geht's auf zum zweiten Teil, um nochmal zu sehen, wo das genau ist, kann man sich quasi hier eine Markierung hinsetzen. Das eine ist sogar tatsächlich hier bei einem Flugpunkt, also da haben wir es auch relativ simpel dann. Einmal zum Flugmeister runterfliegen und darüber jetten dann. Jetzt müssen wir nur gucken, wo der Flugmeister ist, den habe ich mir auch noch nicht geholt. Passt, also einfach zack. Und dann einmal zur Kartenmarkierung runterjetten. Und dann ist man da im Grunde genommen auch schon da. Quasi, genau, da unten hin. Seid ihr quasi gelandet hier, werdet ihr von Doc Charlie gerne mal mit Bananen beschmissen. Das ist eigentlich schon so ein kleiner verdeckter Hinweis. Und die Banane, die findet ihr, also den Preis der Mamoni. Mamoni, genau, den findet ihr quasi hier in dieser Kiste. Also ganz easy peasy in dieser Kiste. Und auf zum letzten Item. Das letzte Stück, was euch noch fehlt, ist ein Stück Seife. Und zwar befindet sich das ja hier unten. Ihr landet im Grunde genommen hier quasi, man sieht schon das Bierfass da, dieses gigantische oder das Wasserfass. Und dann holt ihr einfach die Seife aus dem Dings raus. Dann habt ihr alle drei Sachen zusammen. Also ihr braucht den gut erhaltenen Knochen, dann braucht ihr den Preis der Mamoni und das verlorene Seifenstück eines Abenteuers. Mit diesen drei Sachen geht es jetzt wieder zurück zu dem dicken fetten Frosch. Seid ihr quasi beim dicken fetten Frosch wieder gelandet, habt ihr jetzt alle drei Sachen beisammen. Er will euch da aber auch nicht durchlassen. Ihr müsst das einfach alles zusammenfügen. Ja? Und dann habt ihr dieses Leckerli und jetzt könnt ihr das dem zuwerfen. Quasi einfach vor die Nase schmeißen hier, blups. Jetzt schlägt er sich da einen zurecht da und dann könnt ihr einfach dran vorbeilaufen und habt hier drinne im Grunde genommen eine versteckte Flunkergeisel, könnt es looten und kriegt dann den Rosenrothüpfer als kleines Haustier und habt ihn dann beschworen. Quasi schade, dass man das Gold hier nicht mitnehmen kann und den findet ihr auch ganz einfach mit der Tastenkombination Shift P. Okay, jetzt habe ich ihn auch gefunden. Also man kann das
hier quasi sich dann einmal anzeigen lassen. Ich habe ein paar Add-ons für Pet Battles, deswegen ist das, hat das auch immer ganz viel mit den Filtern zu tun. Ja, da war nämlich der Filter drin. Dann funktioniert das auch. Rosen, zack, Rosenrothüpfer, jetzt haben wir es. Ja, neues Pet. Have fun. Wir sehen uns in einem meiner nächsten Guides. Bis dahin, cheerio. Danke dir, dass du mein Video angeschaut hast bis zum Ende. Falls du noch ein weiteres Video gucken möchtest, du findest eins auf dieser Seite und die ganze Playlist findest du auf der anderen Seite. Falls du es noch nicht getan hast, einfach mal einen Daumen nach oben geben oder aber den Kanal abonnieren, dann verpasst du auch keine Videos mehr von der Vesarius Gamerstube. Vielen Dank dafür, bis zum nächsten Video.